Was für ein tolles Standbild. Komme ich hier überhaupt lang? Sieht so merkwürdig aus. Hier komme ich doch überhaupt nicht lang. Hä? Ist das jetzt ein Scherz? Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Ach so, das ist aber... Hier komme ich doch wieder dahin zurück, genau in diesen Keller. Aber mal sehen, vielleicht steht die Luke da oben jetzt offen. Wir müssen. Schnell! Alan will gleich das Ritual vollziehen, das das Tor öffnet. Ich kann es spüren. Können Sie ihn denn nicht aufhalten? Ich bin zu alt. Ich habe nicht. Lassen Sie uns nicht im Stich, wir brauchen Sie. Was sollen wir machen? Holt die letzten Statuen und kommt ins Heiligtum meines Stammes. Dort befindet sich das Tor. Mit etwas Glück sind wir dort, bevor Alan es erreicht. Warum haben Sie so lange für die Mordens weitergearbeitet, ohne etwas zu tun? Haben Sie sich noch nie gesagt, die Zeit ist noch nicht reif? Das habe ich mir 50 Jahre lang gesagt, doch jetzt weiß ich, dass meine Zeit gekommen ist. Was meinen Sie? Miss Cedrak ist hier, weil einige Menschen das so wollten. Sie dagegen sind hier, weil ein Gott das so wollte. Ich weiß, dass Sie wegen Ihres Freundes hier sind, doch überlegen Sie sich. Sie kamen hierher, ohne sich selbst Fragen zu stellen. Hierher zu kommen schien selbstverständlich. Fiski war nur der Auslöser, auch wenn eine tiefe Freundschaft sie verband. Woher wissen Sie das? Auch ich kam hierher, und seitdem sind meine Träume wie Bücher, in denen die Zukunft steht. Doch nicht meine Zukunft, sondern Ihre. Wie er sich jetzt rumgedreht hat. Aline? Ich habe Edenshaw getroffen. Wir müssen Alan finden. Ich weiß. Mehr hat er nicht gesagt? Ich hatte das merkwürdige Gefühl, dass er wusste, dass ich kommen würde. Ich weiß, das klingt komisch, aber ich glaube, ich habe irgendeine Verbindung zu dem, was hier passiert. Eine Art Déjà-vu oder so? Nein, das war mehr. Wie Fetzen eines vergessenen Lebens. Ha, meine komplette Vergangenheit besteht nur noch aus Fetzen. Sie haben mit Obed Morton geredet. Ja, und er ist nicht mein Vater, aber... Naja, vielleicht habe ich das irgendwie erwartet. Aline, Ihr ganzes Leben haben Sie nicht gewusst, wer Ihr Vater ist. Auf ein paar Monate mehr kommt es da auch nicht mehr an. Wenn wir lebend hier rauskommen, übernehme ich Ihren Fall. Aber hören Sie... Begegnungen dieser Art sind oft große Enttäuschungen. Ist aber trotzdem lieb, dass er das machen will für sie. Ja, die Kisten wollte ich mir jetzt nicht ansehen. Jetzt scheint die Luke offen zu sein. Nee, doch nicht, ja? Oder kann ich die aufmachen? Doch, ist offen. Man hört schon wieder die Monster. Ich höre Schritte wieder. Ja, da kommt noch eins. Ach Gott, wie ich das liebe. Kann man hier irgendwas? Gartengeräte, ja. Die können wir, glaube ich, nicht gebrauchen. Erstmal schauen, wo wir jetzt hier lang können. Anscheinend eine Leiter nach oben. Kommen wir hier noch woanders lang? Nee. Aber ich bin nochmal schnell in die andere Richtung. Mal gucken, was es hier gibt. Ah, Patronen sind immer gut. Gartenmaterialien, sie sind lange nicht benutzt worden. Das wundert mich nicht. Hier sonst noch irgendetwas?
Ach, 3 Erste-Hilfe-Koffer. Herrlich. Nur alte Verpackungen für Gartengeräte, das ist uninteressant. Ja, das glaube ich. Das interessiert uns nicht weiter. Also gehen wir mal zu der Leiter. Kann man hier irgendwas mit dem Gullideckel? Nee. Diese Fragen immer, ob ich da hochklettern will. So, hier kommen wir zwar nicht weiter, aber vielleicht liegt da irgendwas? Nee, da liegt nichts. Was ist das hier für ein... Kann ich damit irgendwas machen? Oh, sieht nicht so aus. Ja, und was bringt mir das jetzt? Kann ich die irgendwie verschieben oder so? Aber... Oder... Gute Frage. Was ich jetzt damit machen könnte, weiß ich nicht. Aber irgendwas... Oder woanders... Ah! Ja, natürlich. Dahin verschieben. Da ist bestimmt irgendwas drin. Und noch ein Stückchen. Und runter damit. Ja, fall du nicht auch gleich noch mit runter? Dauert es erstmal wieder eine halbe Stunde, bis er die Treppe runterkommt. Was ist da drinne jetzt? Ob er es mal nimmt? Ein Siegel und eine abgehauene Skulptur. Super. Mehr nicht? Gut. Aline? Mann, da will man es ihr mal sagen, was man hier gefunden hat. Keine Reaktion. Ob wir wieder zurückgehen müssen? Irgendwie habe ich so das Gefühl, oder? Geht's hier hinten weiter? Nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen das machen. Aber ich weiß jetzt noch nicht so genau, wo ich hin muss. Aline? Mann, kann die nicht mal antworten? Ich sag ja immer dann, wenn man sie mal braucht, dann sagt sie nichts. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt ins Haus zurück oder wieder da unten lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich weiß nur, dass ich irgendwann... Ach, das ist abgeschlossen. Da kann ich... Ich muss den Schlüssel finden. Wir haben das doch schon mal aufgeschlossen. Bibliothek, ne? Die habe ich ja schon aufgeschlossen. Warte mal, den Siegelring. Kann man damit irgendwas... Irgendwas anstellen? Aufspalten? Nee, geht nicht. Kombinieren? Aber mit was denn kombinieren? Glaube ich nicht, dass das möglich ist. Ich werde jedenfalls jetzt erstmal nochmal speichern. So. Na? Also da komme ich ja sowieso nicht lang. Hier? Komme ich hier überhaupt wieder lang? Ich meine, praktisch ist, wenn die Türen abgeschlossen sind. Ja, jetzt ist es plötzlich abgeschlossen, was vorher nicht war, egal. Aber somit gibt uns das sozusagen Zeichen, wo wir lang müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier zurück müssen. Ich kann es gar nicht sagen. Ich hätte jetzt eigentlich keine Lust, die ganzen Treppen da wieder zurückzulaufen, aber woanders ging es ja da gar nicht lang, glaube ich. Aline?
Wenn man sie mal braucht, ist sie natürlich nicht da. Das war klar. Das war ja... Oh, ich muss kurz gehen. Das war ja die Tür. Ich überlege gerade, ob es hier noch einen anderen Weg gab, aber mir war eigentlich nicht so. Oder ich habe halt doch da oben irgendwas übersehen. Da in diesem Garten. Aber das werden wir gleich feststellen. Aber hier ging es da, glaube ich, nirgendwo anders weiter. Oder habe ich da was versäumt? Ganzen Treppen würde also. Ich weiß, ich sehe aber nirgendwo einen anderen Weg. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in dem Garten irgendwas übersehen habe, weil hier komme ich doch eigentlich nicht weiter, oder? Also ich glaube, ich schaue doch noch mal in dem Garten nach. Ansonsten suche ich das ohne Aufnahme dann. Ehe ich dann hier stundenlang umhersuche. Das ist ja dann auch nicht wirklich interessant. Auch diese Geräusche, also... Wie eine Bestie. Na, ist es ja im Prinzip auch. Er wird mir doch nicht bis zum Schluss folgen hier. Na, zum Glück gerät ja Edward anscheinend nicht aus der Puste. Also der rennt hier 10.000 Treppen hoch, ohne dass er mal durchatmen muss. Das ist zwar nicht realistisch, aber praktisch. Es sei denn, er ist total durchtrainiert. Wenn ja Aline mal ans Funkgerät gehen würde, das wäre sehr nett. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da was übersehen. Ich weiß auch nicht. Das werden wir ja gleich sehen. Die Tür war ja versiegelt, genau. Aber ich weiß ja auch, wo das da hingeht. Aber hier war ja eigentlich auch nichts weiter, wo man hingehen könnte. Halt, ist das, hier sind ja aber Fenster, da kann ich doch bestimmt, oder? Kann ich da rein? Nee, da macht er nichts. Ich denke mal, ich werde das jetzt erstmal im Off-Modus weitersuchen. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder.